Reis, Montag Bratkartoffeln. Ich hoffe, euch stört die nicht, aber sie quatscht halt genauso gern wie ich. Ich habe letzte Woche 1,99 dafür gezahlt. Das Ausziehzler, wie man die Weißwurst richtig. Du tust Ausziehzler. Ich beiß ab. Hallo, ihr Lieben! Foodhallzeit! Ich war gerade beim Lidl und beim Kaufland einkaufen. Genau, beim Lidl war ich einkaufen. Meine Herren, zuerst sagen, war ich einkaufen, weil. Leider, Herrgott, früh übrigens, heute schon so früh war ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben unterwegs. Also, das ganze letzte Jahr zumindest noch nicht. Wegen dieser Nestschaukel, weil ich mir dachte, oh Gott, die wird schon wieder so schnell ausverkauft sein. Und immer wenn ich das denke, dann gibt's ein Regal, wo ich mir denke, das ist bis zur Decke gestapelt. Und genau so war es bei der Nestschaukel auch. Also es gab noch jede Menge. Die kostet 24,99 €. Ist richtig günstig, weil wir haben jetzt, das nervt mich so, wir haben eine Nestschaukel, ja. Und die hat eine Katze zerkratzt ein bisschen. Ich weiß auch nicht, was das für Katzen bei uns sind hier in der Nachbarschaft. Denn unsere Hollywood-Schaukel hat eine Katze schon kaputt gemacht, also mit ihren Krallen halt. Und das hat sie halt bei der Nestschaukel, die wir draußen haben, auch gemacht. Und das wird sie bestimmt bei dir auch wieder machen, aber was soll ich denn machen? Wir streicheln die Katze schon nicht. Wir sind nicht lieb zu der Katze. Also, weißt du, wie ich meine? Wir tun nicht sagen, oh, komm her, ja, mach uns alles kaputt. Nee, die kommt uns in den Garten, kratzt. Macht's kaputt und geht wieder. Aber gegen Katzen bist du halt machtlos. Mein Mann hat schon gesagt, da gibt's so Pflanzen, die Katzen nicht mögen. Aber das ist doch der Katze egal. Und was gibt's noch? Ich glaube, solche Geräte oder sowas. Ja, ich sehe das irgendwie gar nicht ein. Sollen halt auf ihre Katzen aufpassen. Aber das kann ich ja auch nicht sagen, den Nachbarn. Ey, pass mal auf deine Katze auf. Die sind lieb, die Nachbarn. Die können ja auch nichts für ihre Katze. Also ich weiß auch nicht. Also bei der nächsten Nestschaukel stelle ich der Nachbarin die Schaukel in Rechnung. Mein Mann hat gesagt, er hat in Google gefunden, wenn man das filmt, dass es die Katze kaputt geht. Ja genau, ich filme jetzt den ganzen Tag die Nestschaukel. Aber wenn man das filmt, dann kann man das wirklich dem Nachbarn in Rechnung stellen. Na danke, dann hast du tolle Freunde dir gemacht. Also richtig doof. Ja, das ärgert mich so. Aber du kannst, bist gegen Katzen machtlos. Also kaufen wir also jetzt in regelmäßigen Abständen wieder eine neue Nestschaukel, weil deswegen haben wir auch keine Hollywood-Schaukel mehr gekauft, weil wir uns gedacht haben, nee, das macht die Katze auch wieder kaputt. Ich weiß auch nicht, was das für eine... Ich weiß genau, was das für eine Katze ist. Ich weiß genau, was das ist. Aber was soll ich machen? Was würdet ihr tun? Naja, egal. Auf jeden Fall, und dann habe ich noch beim Lidl gesehen, es geht gleich richtig los, ich muss mich jetzt erstmal nur ausreden, ein Trampolin. Für 159 €, 3 auf 3,30. Ja, dann dachte ich mir, voll geil. Wir hatten schon mal ein Trampolin, habe ich gebraucht, auf eBay Kleinanzeigen gekauft. Das war, glaube ich, 4,50, war übelst riesig. Und dann sind wir... Das hat so Spaß gemacht. Wir sind 10 Minuten, wir haben es aufgebaut, Ewigkeiten. Wir haben es von, weißt du, was hinter Dutzingen geholt. Weiß nicht, haben wir aber auch 50 oder 60 € bezahlt oder 70 € sogar. Und aus hinter Dutzingen geholt, sind hergefahren, haben es aufgebaut. Mega viel. 2 Stunden haben wir bestimmt gebraucht, bis wir es aufgebaut haben. 5 Minuten sind wir zu viert auf dem Trampolin gehüpft. 5 Minuten. Und dann hat das Netz gemacht und es war zerrissen. 5 Minuten hatten wir Spaß. Ja, mega viel Arbeit gehabt und ja, und dann haben wir das, haben wir dann aber auch gesagt, ja okay, das Trampolin ist auch schon groß und weiß ja gar nicht wohin damit und keine Ahnung. Und dann haben wir gesagt, ja okay, kein Trampolin. Und wenn ein Trampolin, habe ich mir dann geschworen, nie wieder ein gebrauchtes, weil das war echt, man weiß halt nie, wie alt das Netz ist und dann war das halt schon porös und deswegen ist es wahrscheinlich gerissen, keine Ahnung. Also Trampolin nie gebraucht kaufen, ihr Lieben, haben wir gemacht. Shit happens. Manche Sachen kann man einfach nicht gebraucht kaufen. Wir hätten auch ein neues Netz kaufen können, aber im Endeffekt wäre es dann fast genauso viel wie so ein Trampolin gewesen. Auf jeden Fall, was ich ja eigentlich sagen wollte, es gibt ein Trampolin für 159 €. Habe ich meinen Mann angerufen, das allererste, was er gesagt hat, nein. Und dann habe ich gesagt, aber die Luana hat doch letztens gesagt, sie wird gerne ein Trampolin haben. Und dann hat er gesagt, ja, dann kauf's halt. Ja, dann hol's halt. Irgendwo werden wir schon unterkriegen. Ja, dann dachte ich mir, ja, nee, vielleicht ist das doch Quatsch. Wir haben doch keinen Platz im Garten. Ihr wisst, wir haben einen Rosengarten. Auf jeden Fall bin ich dann erstmal in den Kaufland einkaufen gegangen. Bin dann nach dem Kaufland-Einkauf, den ich euch jetzt gleich zeige, nochmal zurück zum Lidl gefahren. Weil ich mir dachte, ach komm, scheiß doch drauf. Lisa, man lebt nur einmal. Luan hat sich ein Trampolin gewünscht, sie bekommt ein Trampolin. Bin nochmal zurückgefahren zum Lidl, ja. Waren auch noch Trampolins da. Nur, ich habe dieses Trampolin nicht hochbekommen. Ohne Scheiß, ich habe es nicht hochbekommen. Ich konnte es nicht lupfen. Ja, natürlich, ne? Das ist 3,30, das sind Metallstangen. Keine Ahnung, soll man es kaufen? Ich mache jetzt mal den Haul erstmal.
es sind noch Pakete da. Aber ich habe mir echt gedacht, das kann es doch nicht sein. Ich stehe beim Lidl, ich kriege das nicht hoch. Ich habe geschwitzt. Ich habe noch nicht mal irgendwas geschafft und habe schon geschwitzt. Das kann doch nicht sein. Einkaufswagen steht da. Ich muss es doch nur auf dem Einkaufswagen einmal kurz hochhieven und einmal ins Auto neu schmeißen. Aber ich hab's nicht hinbekommen. Und ich weiß nicht, in der heutigen Zeit jemanden zu fragen, ich weiß nicht, die sind eh alle so auf Abstand und sowas. Und ich habe dann so ein bisschen umgeschaut, aber ich habe auch keinen gekannt. Da dachte mir, nee, vergiss es, vielleicht soll es nicht so sein, vielleicht sollen wir doch kein Trampolin kaufen. Keine Ahnung, ich bin mir ja immer noch unschlüssig. Schatz, was meinst du? Ja, geh mal Saturn. Ja, du sagst immer, geh mal Saturn. Aber der ist halt so, er sagt dann nein. Aber er ist nicht auch im Sagen, genau, nichts davon. Wir warten erst, du bist alles mal fertig, bis wir Platz haben. Ja, wie alles für den Keller gerade stellen. Ist ja auch Quatsch irgendwie. Ah, ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall, das war jetzt meine Trampolin-Geschichte. Ihr könnt gespannt sein, ob wir es noch holen oder nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir echt gedacht, im Lidl, ich kann es doch nicht sein, dass ich das Ding nicht hochkriege. Ich sag's dir, ich habe geschwitzt. Ja, ich schwitze immer noch. Ja. Du wirst schon sehen, wenn du es holen gehst, wie du schwitzen anfängst mit dem Trampolin. Dann habe ich ein paar... Aber schon lustig. Und dann lese ich auch noch auf der Verpackung, da steht dran, man soll es zu zweit lupfen. Naja, zu zweit, ne? Und wenn dann hier ich bin eigentlich schon stark, also ich bin schon sehr stark. Oh ja. Ja, ich habe schon die Waschmaschine, was mein Mann mit mir schon alles hoch in den Dachboden geschleppt hat. Stark. Ich bin, wie heißt das? Popeye. Popeye, oder? Stark. Ist Popeye der Starke? Naja, wir fangen jetzt an mit dem Haul, weil ich habe euch schon zugequatscht, jetzt bis zum geht nicht mehr. Stark. Ja, ich bin Popeye. Kartoffeln. Übrigens ist es immer noch teurer geworden, nur mal so nebenbei. Also, was kostet die Welt? Also können wir auch für 159 Euro Trampolin kaufen, weil sparen lohnt sich sowieso nicht und irgendwas das Geld wegschöpfen will uns auch nicht. Also wir geben jetzt alles aus, wir leben nur einmal, wer weiß wie lange wir leben, oder? Nach diesem Motto. Es ist ein neues Motto jetzt von mir, okay? Okay. Okay, scheiß Motto. Ich weiß es nicht, aber ich fühle mich so verarscht. Sprit kostet so viel, das kostet so viel. Und man so versucht ja zu sparen, man sollte es. Aber für was denn? Für das, dass ich dann in 2 Jahren noch mehr für alles zahlen kann. Eigentlich total dumme Einstellung, oder? Ich weiß es nicht. Gib aus, was du ausgeben kannst und kein Geld mehr hast. Am Ende im Monat ist halt so, nächster Monat kommt wieder neues Geld. Keine Ahnung. Kartoffeln, 1,79. Barilla-Nudeln sind im Angebot für 88 Cent. Aufschnittkäse für 1,89. Cabanossi, auch teurer geworden. Letzte Woche noch 1,59 Euro. Diese Woche 1,79 Euro. Ich sag ja, ich gebe es, glaube ich, langsam auf. Ich gebe es auf mit dem Sparen. Es hat keinen Sinn mehr auf dieser Welt. In Deutschland nicht mehr. Ich habe zu meinem Mann letztens gesagt, ich wollte nach Österreich fahren zum Spritzack. Nee, er tankt hier das teure Deutschland. Wir sind ja ziemlich so an der Nähe von der Grenze von Österreich. Ne? Da muss man schon in ein anderes Land fahren, ja, in dem anderen Land das Geld ausgeben. Es ist günstiger in Österreich. Ja, yes, schon, aber das ist ja schwachsinnig da. Ja, ich sag ja, einen Tagesausflug machen und dann tankst du den. Also, aber es ist doch schade, wenn du nicht mal mehr in deinem eigenen Land das Geld ausgibst. Also, ich suche jetzt Stifte. Ich sag ja, ne? 1,5. Ne? So ist das. 69 Cent für Sahne. Weil ich mache einen Maulwurfkuchen am Wochenende. Da kommen Freunde uns besuchen mit ihren Kindern. Ich freue mich schon drauf. Und dann gibt es natürlich meinen Favoriten, Lieblingskuchen, Maulwurfkuchen. Den hängt dem bestimmt schon zum Hals raus. Und die denken sich immer, wenn ich zu Lisa komme, gibt es Maulwurfkuchen. Aber dann wissen die gleich, genau, Amelie, dann wissen die gleich, dass sie bei der Lisa sind. Ja, so sieht aus. Ja. Hähnchengeschnetzel, das habe ich mitgenommen. 2,99 Euro. Ich zeige euch mal unser mein Essensblatt, den ich übrigens gestern Mitternacht ganz spät am Abend... Alleine. Hä? Alleine hast du geschrieben. Alleine, ja. Weil alle natürlich mir nicht helfen. Mitternacht ist ja keiner hilft mir bei der Einkaufsliste, keiner hilft mir beim Essensplan. Alles bleibt an mir hängen, an der Mutti. Wenn man alles Mitternacht macht, bist du selber schuld, andere Menschen schlafen ja schon. Ja. Also, Freitag gibt's Mante, habe ich beschlossen. Haben sie halt Pech, müssen sie halt mit meinem Essensplan leben. Samstag gibt's Wraps, Sonntag Chili-Bohnen. Ja, genau. Sonntag Chili-Bohnen-Reis, Montag Bratkartoffeln. Ich hoffe, euch stört die nicht, aber sie quatscht halt genauso gern wie ich. Dienstag One. Samstag sind die Kinder eh nicht da. Ja, trotzdem habe ich Hunger. Wraps. Genau. Abends. Ja. Aber das haben wir auch nicht wirklich gemacht hier. Ja, Knockis fehlen da, glaube ich, noch von letzter Woche. Und Bauerntopf fehlt. Manchmal fehlt was von der Essensplanliste. Dienstag One Pot Hähnchenpasta. Mittwoch Kartoffelcremesuppe. Und Donnerstag bleibt frei, weil wir haben ja auch noch.
von letzter Woche. Die Gnocchis haben wir noch, die wir nicht gemacht haben. Und Bauerntopf steht auch noch dran. Kannst du mir hinkleben. Bestimmt immer mal im Essensplan. No. Läuft, gell? Kann man machen. Kann man machen. Ja. Kann man machen. Also heute wird wieder viel gequatscht von Amelie. 2,19 Euro. Willst du vielleicht weitermachen? Nein, die Künstler so. Bananen. Maulwurfkuchen brauche ich, ne? Kostet Kilo gerade. 1,09 Euro. Amelie, dann habe ich ein paar Äpfel mitgenommen. Da kostet Kilo 2,99 €. Ich hatte letztens immer diese, in dieser Packung die Äpfel, aber ohne Scheiß, ich weiß es nicht. Ich habe, glaube ich, 3 Äpfel von dieser Packung wegschmeißen müssen, weil die von innen gegammelt haben. Wie geht's denn sowas? Von außen tadellos und innen braun. Ja, und deswegen dachte ich mir, nee, ich kaufe lieber wieder. Lieber ein bisschen teurer, aber dafür muss ich es dann nicht wegschmeißen, ne? Ihr wisst Bescheid. Hackfleisch habe ich gekauft, brauche ich für Mante, 2,29 €. Dann habe ich nochmal Hackfleisch gekauft, das friere ich ein. Das finde ich immer so praktisch, wenn das jetzt so eine 300 Gramm Packung ist. Hat nur noch 1,02 € Kosten reduziert. Dann. Du tust es einfach so rein, gell? Weißt du, wie ich es eigentlich. Ja, ja. Wenn dein kein Platz mehr ist, dann beschwerst du dich jetzt als erstes. 69 Cent. Oder müssen die so. Machst du sowieso jetzt dann auf? Schau mal, die ist so aufgekühlt. Oder? Ist schon Sahne drin. Du bist aufgekühlt. 69 Cent für Sahne. Ja, die ist aufgekühlt. Nee, die sieht man gar nicht mehr. Das Haus ist weg. 99 Cent für Leberkäse. War im Angebot. Dann Leona, habe ich mal die Packung wieder mitgenommen für 1,19 €. Die Luana hat eh keine Probleme mit Wurst. Und Luana ist die Einzige, die. Aber wir langsam auch nicht mehr übrigens. Also, ich esse immer noch nicht viel davon. Ich habe aber noch nicht so viel davon gegessen. Ich mag nie gern, aber. Obwohl doch manche Sachen schmecken immer noch. Also mal besser, mal schlechter. Also unser Ding ist immer noch geblieben. Unser Geschmacksdingsbums. Wittmann-Salamis für 1,11 € im Angebot. Übrigens kommt der Haul ganz aktuell für euch online. Manche haben mich auf Instagram schon gefragt. Lisa, wo ist das Video von heute? Ich finde das so geil. Ich finde es so geil, wie ihr das einfach gewohnt seid, dass Dienstag, Donnerstag, Sonntag immer ein Video kommt. Und wenn kein Video kommt, gleich Lisa. Ich feiere es auf jeden Fall voll von euch. Ja, aber das Video kommt ganz aktuell. Food Haul der jetzt. Heute war ich einkaufen, Donnerstag, ne? Und ihr kriegt natürlich dann auch die ganzen Angebote, weil die sind noch bis Mittwoch alle gültig, ne? Wenn ihr was braucht. Achso, das habe ich noch beim Lidl mitgenommen. Coral, das war von 7,99 € auf 3,99 € reduziert. Und da ich ihr reichlich Wäsche wasche und ich Coral voll mag, weil das richtig gut, habe ich es mir gleich mitgenommen. 3,99 € für 50 Mal Wäsche. Coral. Wie heißt es sonst? Coral. Lies richtig. Roger. Wie sagt Roger? Roger. Roger. Ah ja, es war im Angebot für 1,29 €. Lerama ist im Angebot für 1,29 €. Schokocroissants, da habe ich nämlich gestern Abend beim Einkaufszettel schreiben und Essensplan die ganze Packung vernichtet. Deswegen habe ich neu gekauft, 99 Cent. Kosten die eigentlich 99 Cent? Sind die nicht teurer geworden? Das weiß ich jetzt gar nicht. Noch ja, Nuss, sind noch, ich habe vergessen, ganz viele gegessen. Hier, wenn ich mir viele. Sonst sind die nicht auf meiner Liste. Schau mal, ob das, wie viel die kosten. Mann, die Schoko. Weiß ich doch nicht. Weiß ich, ob die teurer geworden sind. Die kosten mal immer 99 Cent, aber. Buchen, du suchst es jetzt. Schoko-Croissant, gefüllte Hörnchen heißt es. Finello-Käse kostet 1,49 €, habe ich 2 mitgenommen. Dann Rama im Angebot. 99 Cent. Die sind gleich geblieben. Die passen. Wow! Etwas, was nicht vom Preis erhöht worden ist. Aber wie war noch nicht. Also sollte ich vielleicht einen Vorrat kaufen, oder? Nein. Rama ist im Angebot für 99 Cent. Aber man darf leider nur 3 Stück mitnehmen. Leider. Ah, habe ich natürlich 3 Stück mitgenommen. Hallo? Ja, ohne Scheiß. Das ist, ich habe letzte Woche 1,99 € dafür gezahlt. 1,99 €. Da musst du zuschlagen. Das Doppelte habe ich einfach letzte Woche dafür ausgegeben. Hätte ich mein Eis kaufen können. Hm? Ich durfte aber nur 3 mitnehmen. Okay. Ja. Dann habe ich einmal Bierschinken mitgenommen. 11,90 € das Kilo. Weil, ne? Bierschinken aus der Packung geht ja nicht mehr. Schon nur so eine Ausrede. Getrocknete Tomaten. Habe ich mitgenommen für 1,29 €, weil die brauche ich einmal. Was habe ich? Ja, die brauche ich für mein Chili, oder? Naja, für irgendein Gericht brauche ich die auf jeden Fall von dieser nächster Woche. 1,49 €. Wollen die mich verarschen? Wollen die mich eigentlich komplett verarschen? Nuss-Nougat-Creme. 1,29 € kostet die normalerweise. Kostet jetzt 1,49 €. Ich finde das so krass einfach. Ich könnte mich so tierisch aufregen.
Aber wie ist mein neues Motto? Egal, ausgeben, Geld ausgeben, Geld ausgeben, Geld ausgeben. Wenn du nichts mehr hast, dann wartest du bis zum nächsten Monat. Ich habe aber dein Geld auch nicht, meins. Ja. Am besten ist, wenn man auch nicht mehr arbeiten würde, dann würde man es vielleicht auch gar nicht so schätzen, wie hart man eigentlich manches Geld verdient hat. Dann geht es auch noch mal besser. Ja, nee, das ist scheiße. Gerne nicht. Ja. Aber doch, so eine Einstellung bekommt man irgendwann. Ja, genau, dass sich Arbeiten irgendwann nicht mehr lohnt, Amelie. Du sagst es. Und das ist doch scheiße, wenn man... Und das ist doch echt kacke, wenn man so denkt. Oh, den muss ich ja probieren. Kartoffelsalat Tegernsee. Richtig geil. Ja, der ist gut. 1,79 im Angebot. 99 Cent, ja. Nur eins? Ja, nur eins. Was, du hast vier. Geschickt vier. Dann, was willst du damit? Luana ist schon die Hälfte weg. Ich habe auf dem Einkaufszettel geschaut, da steht viermal Thunfisch. Ja. Was will er sich Thunfisch ins Gesicht schmieren? Eins muss reichen. 1,29. Ja, Geld ist scheißegal, aber wir spart man, gell? 99 Cent, mein Steffner. Ja, wisst ihr, er sagt immer, er will ganz viel und wo habe ich es dann im Vorratsschrank und keiner isst's. Du schmeckst schon. Ich kaufe dir beim nächsten Mal nochmal zwei, okay? Ja, ja, Spaß wieder. 99 Cent habe ich schon gesagt. 1,99 für Weißwurst. Da habe ich okay zwei mitgenommen, weil Lisa ist ein Sparfuchs, hat es gesehen. Bis zum 25.05. haltbar, dann können wir gleich zwei Packungen mitnehmen, weil die isst mein Mann ganz gern Weißwurst. Ja, auch, nicht nur ich. Hä? Luana isst die auch immer. Weißwurst. Aha. Am Sonntag. Also nicht immer, aber manchmal. Am Sonntag eine Weißwurst ausschlutscher. Auszierzler heißt das. Auszierzler. Kennst du das? Auszierzler, wie man die Weißwurst ich richtig. Ich Auszierzler. Du tust Auszierzler. Ich beiß ab. Mach. Mach jetzt. 99 Cent für Milch. Richtig, glaube ich. Aber die musst du, die Bergbauernmilch ist frische Milch. Ach, echt, oder? Nein, du hast mir gar nicht zugehört. Ach nee, hab ich nicht. Die Bergbauermilch ist frische Milch. Die muss gleich im Kühlschrank, aber die war für 88 Cent im Angebot. Dachte ich mir, kannst du ja auch mal die frische Milch mitnehmen, wenn die günstiger ist für die Haltbahn. Dann haben wir hier einmal noch Mövenpick aus dem Switzerland, aus der Schweiz, für 1,59 Cent im Angebot. Ein Boller Mozzarella. Das ist so auf. Guck mal, Lisa. Hm? Oh, da ist was offen. Oh. Wie komme ich da jetzt hin? Kenn ich nicht. Siehst du Maus. Weiß ich nicht, 59 Cent, oder? Mozzarella sonst früher immer gekostet. Wenn es teurer geworden ist, keine Ahnung, so genau habe ich den Kassenzettel nicht studiert. Sollte ich vielleicht mal anfangen. Aber normalerweise kostet Mozzarella 59 Cent. Mir ist es teurer geworden. Ich kann es mir einfach nicht mehr anschauen wahrscheinlich. Ich muss aufhören, mir die Preise so zu merken. Dann blähe ich vielleicht auch nochmal so viel. Ey, ich finde das zum Kotzen, ey. Hast du blähen? Ja, nee. Wirklich? Mir tun die Leute leid, die vorher schon am Existenzminimum. Ich weiß gar nicht, wie leben die jetzt? Die ernähren sich nur noch von Brot. Meine Butter ist zu teuer, nur noch von Brot. Ja, Wahnsinn. Die müssen jetzt hier irgendwo essen. Ja, ist ja wurscht. Mir tut es auf jeden Fall voll leid. Ja. 88 Cent für Chips, weil die sind im Angebot. Ne? Gut, der Trakt. Ja, lass dich viel offen. Ja, tu ich ja. Gurken? 79 Cent. Boah, jetzt musste ich. Ich habe so ein fotografisches Gedächtnis. Also, ich habe jetzt gerade zurück. Ja, mein Mann sagt immer nein, aber deswegen kann ich mir die Preise auch so gut. Ich habe jetzt gerade zurück überlegt. Ich bin in den Laden gegangen und habe gesehen, dieses Schild. Ah, 79 Cent. Also, ohne Scheiß. Ich sehe das Schild. Naja, ist ja wurscht. Eine Zucchini habe ich gebraucht. Auch für irgendwas. Ja, ohne Scheiß. Ich brauche das für mein Gericht. Das wird da reingeschnippelt, das schmeckt wahrscheinlich nicht mehr. Außerdem soll man nicht I sagen und nicht vor den Kindern, weil dann sagen die auch I, ohne es vorher zu probieren. Die Kinder da? Ja. Ja, Amelie. Die hört gleich zu. Das da. 59 Cent, oder? 59 Cent. 1,49 für Carbonossi. Ja, da ist sie auch mal wieder. Dinkelvollkommen. War reduziert auf 50%. Dann haben wir einen Eisbergsalat. 88 Cent oder 89 Cent, irgendwie so. Aber der sieht schon aus wie, ja, sieht man jetzt in der Kamera nicht. Wie schon mal gegessen, aber gab keinen besseren. Ich hab 3 Jahre da rumgewurscht und irgendwann nicht mehr Bock mehr gehabt. Die Bananen nochmal, aber die waren von vorher noch. Also die habe ich, weil ich brauche ja Bananen für meinen Maulwurfkuchen. Beste Kuchen überhaupt. Wenn ihr das Rezept haben wollt, ihr wisst, hüpft einfach auf Instagram rüber. Lisa Schnapper heiße ich da zeige ich ja sowieso den ganzen Tag meinen Alltag. Na, Schnapper ist bald immer Schnapper, wenn du Schnapper, ich sag ja, bald heiße ich Lisa Teurer. Lisa Teuer. Oder neues Lebensmotto. Lisa, neue Lebensmotto. Lisa scheint auf Geld. Kauf, was du willst. Egal, wie viel es kostet oder keine Ahnung. Ja, was? Dann muss er dich heißen Lisa bei Pleite. Lisa bei Pleite, genau. Lisa geht bankrott.
Amelie. Hier, Wittmann-Salami. Ich habe 3 Stück mitgenommen, die im Angebot sind für 1 €11. Nee, aber ich werde nie aufhören, Angebote zu kaufen. Merkt ihr das? Ich kann mich immer Schnapper nennen, weil der ganze Einkauf besteht nur aus Angeboten. Denn, keine Angst, bei mir lernt ihr sparen und bleibt ihr sparen. Und Amelie. Fisch ist fertig, Amelie. 1,11 € für Sammys Toast. Der ist billiger wie der normale und das von Harry, der Harry-Toast, ne? Das soll anscheinend besser schmecken. Ja, yeah. Und dann machst du, dann mache ich am Sonntag noch Muffins dazu, weil vielleicht mögen die Kinder nicht Maulkuchen. Und dafür Topping, schaut's mal. Genau. Warte mal, ich feier. Ich feiere. Achso, ich feiere dich. Achso, ja stimmt, deswegen habe ich die Schokolade gekauft, weil ich finde dieses Spruch sowieso cool. Ich feiere dich. Ich feiere dich. Ich feiere euch. Hey, danke fürs Zuschauen. Ihr könnt ja gerne mal einen Daumen nach oben drücken, wenn ihr gerade so zuschaut. Das freut mich, frei immer. Und ein kostenloses Abo, wenn du mich abonniert hast, übrigens auch. Freut mich auch immer. Ja, das sage ich immer am Ende, jetzt habe ich es jetzt mal gesagt. Aber für das, ich feiere euch, ne? Über dich. 1,25 € für meinen geliebten Double Star. Wisst ihr jetzt auch schon, dass er teurer geworden ist. Und nochmal Sonntag. Was kommt denn da raus? Sonntagssemmeln für 59 Cent. Was haben wir noch? Sind wir bald am Ende, oder? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und dann das teure Wasser für 25 Cent statt 19 Cent. Stresst es euch eigentlich, dass ich euch immer wieder sage, was es früher gekostet hat? Ja. Ich brauche nicht fragen. Dich stresst alles, was ich sage. Nein. Ja. Aber das meiste. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Achso, nein, ihr wollt wissen, was es gekostet hat. 20,40 €. Also im Lidl habe ich irgendwas ausgegeben. Ah, im Lidl habe ich ausgegeben 28,98 €. Aber vielleicht fahren wir jetzt gleich nochmal zum Lidl und holen das Trampolin. Geben 160 € aus. Und geben 160 € aus, weil für was sparen? Für was soll ich das Geld irgendwie bunkern, wenn es momentan da ist? Weg mit dem Geld. Müssen wir einen auf und abbauen. Hä? Wow. Ja, ich weiß nicht, sollen wir oder nicht. Also wir überlegen uns. Auf Instagram verfolgt mich einfach Lisa Schnapper. Da bekommt ihr es jetzt gleich mit, ob wir es kaufen oder nicht. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr da auch überlegt. Außerdem habe ich ausgegeben 68,40 €. Ah, und was ich vergessen habe, Käseaufschnitt war 20% günstiger, aber nur für die Kaufland-Card-Inhaber. Nämlich da wurden mir 30 Cent gerade abgezogen. Das habe ich gerade noch gesehen. Also es lohnt sich megamäßig, die Kaufland-Card von Kaufland zu haben. Es hat sich bis jetzt nur einmal richtig gelohnt, wo es 5 € gab, bei einem Einkaufswert von 79 €, glaube ich. Aber, tja, wer den Cent nicht ehrt, ist des Pennys nicht wert, ist des Euros nicht wert, so heißt es. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen, über ein kostenloses Abo natürlich auch. Und hüpft, wie gesagt, jetzt hast du keinen Bock mehr, gell? Ja, jetzt ist die Mama gleich da. Und hüpft gerne auf Instagram rüber. Ciao, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen.